So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir im letzten Part ein paar weitere Sternenmissionen abgeschlossen haben und dann sowieso ja auch noch unsere täglichen Missionen abarbeiteten. Tja, so weit, so gut. Jetzt allerdings haben wir erstmal nichts weiter zu tun. Auf unserem Weg... Warte mal, wir kriegen jetzt hier auch noch ein paar Meteoritensplitter. Interessant. Aber auf unserem Weg zu Abenteuerrang 29 haben wir jetzt leider, um Gottes Willen... Oder besser gesagt, um des Götters Willen... Keine weitere Mission hier. Wir könnten zwar... sieh mal, eine neue Schatzruhe. Also gut, wir könnten eigentlich mal sehen, irgendwelche Weltaufträge auch mal wieder zu absolvieren. Und dadurch haben wir wieder weitere Abenteuerränge. Oder Abenteuer-EP zu kriegen. Aber nö, das ist jetzt erstmal nicht das, was ich machen will. Wisst ihr, was eigentlich auch gut wäre? Ein Vibrationsalarm. Ja, ein Vibrationsalarm wäre wirklich nicht schlecht gewesen. Für den Fall der Fälle, dass wir noch einen weiteren Meteoritensplitter finden würden. Aber sei es drum, ist ja jetzt auch erstmal egal. So wie es jetzt hier sowieso aussieht, kriegen wir gleich sowieso noch eine weitere Schatztruhe. Und sowieso weitere Meteoritensplitter. Wir schwimmen jetzt mal dorthin. Nicht zum Meteoritensplitter, aber immerhin. Zu einer weiteren Schatztruhe. Sogar auch noch eine hübsche hübsche Schatztruhe. Ist ja auch ganz und gar nicht übel. Hä, was ist jetzt los? Ach, nö. Gut, nächste hübsche Truhe. Geöffnet. Was? War wohl doch ein bisschen vereister die Gegend als erwartet. Na egal. Und so viel eigentlich dazu, dass ich jetzt in diesem Part eigentlich vorhatte, die Karte hier zu öffnen. Der Plan war dann jetzt eigentlich auch ein bisschen nutzlos. Aber egal. Ich spüre die Anwesenheit eines weiteren Meteoritenstücks. Okay, weiter geht's. From whence you came.
Also so schnell kriegen wir das aus jetzt doch kein weiteres Meteor... Oh, verdammt nochmal. Meteoritenstück. Okay, jetzt beginnt erstmal wieder die Suche. Müsste eigentlich irgendwo hier in der Nähe sein. Mein magisches Auge reagiert auf jeden Fall auf die Gegend hier. Dachte ich jedenfalls. Ah ja, richtig gedacht. Splitter Nummer 3. Wir sind wieder mit dabei. Und unsere eigentliche Mission können wir, denke ich, auch noch erledigen. Wir folgen jetzt einfach erst einmal den Meteoritenspuren. Okay. Dann ertrinken wir natürlich erst einmal. War zwar natürlich jetzt nicht geplant, aber tja, wir haben zu viel Ausdauer verbraucht. Freundlich vom Spiel. Wirklich sehr freundlich vom Spiel, dass wir jetzt nicht komplett Game Over gegangen sind. Tja, dann müssen wir jetzt einfach wirklich mal ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen. Ein bisschen ruhiger schwimmen. An den gefährlichen Schwänen vorbei. Vielleicht sind es aber auch bloß Enten. Das sieht man hier so schlecht dabei. War also doch... warte mal, das ist eine Gans. Ups. Das war jetzt auch erst einmal ein Fehler. Also, bald werden wir hier auf jeden Fall K.O. gehen. Der Weg ist einfach wirklich viel zu weit. Okay, das versuche ich jetzt kein zweites Mal. Wir nehmen dann halt jetzt den Weg, der vorgegeben ist. Oder anders ausgedrückt, der Weg, der anscheinend vorgegeben ist. Wir scheinen aber auch jetzt anscheinend im Kreis gelaufen zu sein. Okay, da drüben haben wir auch einen weiteren Geokoloss. Eine weitere Schatztruhe. Dann sowieso einen weiteren Herausforderungspunkt. Und ja, was soll ich sagen? Wir schwimmen halt beschissen.
Wir hätten wirklich mal nach Ausdauertränken suchen sollen. Ernsthaft? Du bist jetzt an der anderen Strandseite K.O. gegangen? Das soll jetzt einfach nur lächerlich. Das ist doch jetzt einfach bloß lächerlich, Dilok. Ach, und da drüben gibt es auch einen weiteren Herausforderungsstein. So langsam wird es nervig. So langsam mal sicher wird das jetzt hier wirklich nervig mit dem. Naja, so kommt man natürlich auch ans Ziel. Ein bisschen unvorteilhafter, aber hey, wir sind nicht K.O. gegangen. Ich war... Ah, doch, 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 doch. Aber wir kommen natürlich jetzt erstmal nicht zur Truhe hin. Na schön, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um unsere Hauptmission gleich mal wieder. Erst einmal Teleporter aktiviert. Tja, den einen Teleporter haben wir jetzt also aktiviert. Und der nächste große Teleporter. Ja, so ungefähr hier in der Nähe. Gut, nächste Truhe geöffnet. Besser als nichts. Oh, verdammt, hier gibt's ja eine Leiter.
Und eine verdächtige Kiste. Tja, verdächtig mächtig das Ganze. Und hier gibt's auch noch eine Treppe. Ist ja typisch. Wozu es einfach machen? Einfach machen, wenn wir es auch schwer machen können. Also, wir haben eine Hütte gefunden. Wieder einmal eine weitere Truhe. Und jetzt dann schlussendlich, endlich, die nächste Statue der Sieben. Gott. Jetzt haben wir wenigstens die ganze Karte mal aufgedeckt. Auch besser als nichts. Und ein bisschen was zum Anbeten haben wir auch noch hier. Tja, die Erkundung des Landes haben wir jetzt wirklich gut vorangetrieben. Getrieben. Na gut. Vielleicht sollten wir die ganze Sache mit den Steinen, mit dem Meteoritengestein jetzt auch erstmal kurz mal beiseite lassen und... Ach, Moment mal. Hier drüben gibt es anscheinend irgendwo auch noch einen Tempel. Naja, eine kleine Herausforderung gäbe es hier ansonsten auch noch. Und einen Tempel. Gut, den versteckten Palast haben wir jetzt also auch entdeckt. Wir bräuchten hier Feuer und Eis. Haben wir alles dabei? Feuer und Eis haben wir dabei. Herausforderung, starten wir da mal. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir dann doch noch Abenteuerrang 29 in diesem Part. Obwohl mit gerade mal 200 Abenteurerpunkten. Nein, das klappt nicht so ganz. Aber hey, wir haben jetzt einen neuen Tempel gefunden. Einen versteckten Tempel. Wo es ein bisschen lange dauert, bis man reingehen kann. So, Elementaranomalie. Ein Tempel von Blitz und Donner. Auch mal wieder ein gutes Titelbild. Ein Tempel von Blitz und Donner. Wir erledigen euch alle mal schnell. Ups. Herausforderung Nummer 1 bestanden. Belohnung mal schnell einsammeln.
Es dauert doch ein bisschen länger als erwartet. Tja, unser Abenteurerrang. So wie es aussieht, brauchen wir doch nochmal eine weitere tägliche Mission. Um dann endlich weitermachen zu können mit der Story. Naja, wir könnten ansonsten auch wieder mal nach weiteren Meteoritengesteinen auch nochmal kurz mal Ausschau halten. Dadurch hätten wir dann am Ende ja auch nochmal 30 weiteres Urgestein. Oder wir kümmern uns erstmal um diese Herausforderung hier. Und was ist die? Ja, das ist jetzt erst wirklich sehr schnell gekommen. Ja, das kam mir jetzt wirklich ziemlich schnell. Das? 13 Sekunden waren quasi schon vergangen. Und erst dann hat man mitgekriegt, was hier die Mission ist. Also das war ja jetzt noch mal mehr als schwachsinnig. Keine Ahnung, wie ich das jetzt so auf die Schnelle hinkriegen soll. With my blade.
ist jetzt einfach wirklich bloß nervig, diese Mission. Okay, dann schauen wir doch eher mal hier mal vorbei. Was haben wir denn hier? Tja, die Antwort, wir haben ja auch nichts Besonderes. Oh, warte, eine weitere Schatztruhe. Ja, wieder einmal kann man dazu bloß sagen, besser als nichts. Die Mission an sich hat zwar jetzt nicht so funktioniert. Wie erwartet, aber gut. So, jetzt fehlen also noch 3 Splitter. Tja, 3 Splitter fehlen jetzt also nur noch, damit wir 30 weiteres Urgestein kriegen können. Ach, sieh mal an, noch eine weitere Schatztruhe. Die gibt es jetzt hier wirklich ziemlich massig. Okay, was ist hier die nächste Aufgabe? Wir sollen wohl anscheinend mal wieder ein bisschen mit dem Feuer herumspielen. Na, wenn es weiter nichts ist, Ember haben wir auch lange nicht mehr. Ins Team reingeholt. Leave it to me. Sie ist zwar bloß auf Level 18, aber für diese eine Mission langt es. Tja, das hat jetzt wirklich in der Tat gereicht.
Oh Moment, das war die falsche Gruppe. So, die Gruppe wollte ich jetzt wieder nehmen. So, was kommt denn jetzt noch als nächstes? Soweit ich das jetzt beurteilen kann, gäbe es da drüben auch noch einen weiteren Teleporter. Neben einem weiteren Herausforderungsstein. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir nicht schon wieder absaufen. Warte mal, es gibt mehr als eine Herausforderung. Scheinen dann wohl mehrere Schwierigkeitsstufen zu sein. Fällt da nochmal. Okay, Meteoritensplitter 5 von 6, 7 haben wir da mal. Okay, zuerst Teleporter aktivieren. Das war erstmal die wichtigere Mission. Oh, na klar, weich einfach mir aus. So, jetzt bräuchten wir aber so langsam mal sicher wirklich mal wieder einen neuen Meteoriten. Und wieso ist jetzt hier auf einmal so neblig geworden? Eigenartig, eigenartig. Und was ist das da drüben? Ach, einfach bloß eine laufende Eisblume. Okay, das ging schnell. So, Meteorit Nummer 6 von 7. Moment, dort drüben waren wir eigentlich ja schon und da haben wir nichts Interessantes gefunden. Muss man jetzt leider so sagen. Wir waren dort gewesen, haben nichts gefunden gehabt und hatten dann stattdessen schlapp gemacht. So, hier drüben wiederum. Da höre ich doch schon den nächsten Meteor. Bitte, da haben wir doch jetzt schon gleich die Nummer 7. Schatten über Yao. Irgendwas abgeschlossen. War zwar jetzt ehrlich gesagt noch nicht so optimal. Aber hey. Wie ich immer mal wieder sage, besser als nichts.
Warte mal. Okay, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Bloß weil wir das jetzt nicht aktiviert haben. Toll, bloß weil wir das Ganze nicht aktivierten. Oder weil wir jetzt an der falschen Stelle gesucht haben. Kriegen wir jetzt kein weiteres Urgestein. Ja, ist ja nervig. Ist ja jetzt einfach nur nervig. Da gibt man sich all die Mühe jetzt hier. Und wofür? Für nichts und wieder nichts. Naja, wir haben aber jetzt immerhin schön erkundet und... Was war das denn jetzt eben hier? Das sah ja eben ein bisschen eigenartig aus. Aber eigenartig hin, eigenartig her. Hauptsache, die nächste Truhe ist geöffnet. Tja, wirklich schade, dass sie jetzt noch nicht gereicht hat für Abenteuer Rang 29. Aber egal, im nächsten Part, wo es dann weitere tägliche Missionen geben wird, erreichen wir dann erstmal Abenteuer Rang 29 und die Hauptstory geht dann in die nächste Runde. Somit sage ich dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Holt euch einen Regenschirm und ja, bis zum nächsten Mal.